Ja, André Hennecke, herzlich willkommen. Wie war's bei Someone? Ich sag jetzt mal in einem Film, der in Deutschland gedreht wird, aber wo man eben auch da mal Englisch sprechen muss. Englisch war ja gar nicht so die Herausforderung, das habe ich schon öfter mal gemacht, aber es war halt ein Science Fiction. Und das gibt's ja in Deutschland. Ich versuche mal nachzudenken, Raumstation Orion war, glaube ich, das letzte Science Fiction vor 30 Jahren oder sowas. Und das ist halt immer. Das sind eigentlich so die Kinder- oder Wunschträume von Schauspielern, dass sie in Science Fiction, also in Genrefilmen mitmachen, in Abenteuerfilmen. Abenteuer im Sinne von, ich habe jetzt gerade einen Steinzeitfilm gemacht, Ötzi, vor 5000 Jahren, oder Indianerfilme, richtig, also gut gegen böse, oder halt so Fantasiewelten in der Zukunft. Das ist das, was eigentlich die Märchen heutzutage ausmachen. Und deswegen ist man da ziemlich scharf. Da habe ich jetzt, ich habe schon 90 Filme gemacht und jetzt habe ich eigentlich, ich habe mit Pandorum habe ich ja schon Science Fiction gemacht mit dem Christian Albert selber und so. Ein paar kleine habe ich schon, aber einen Steinzeitfilm habe ich zum ersten Mal mit drin. Und jetzt freue ich mich, dass ich einen Science Fiction auf Englisch gemacht. Ich habe Englisch in der Schule, ich komme aus der DDR, wir hatten fakultativ, konnten wir aussuchen, Französisch oder Englisch. Und ich habe halt immer Bayern 3 gehört und da waren viele englische Lieder und ich wollte halt wissen, waren kaum so Chansons, die mich interessiert haben, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Französisch, sondern ich wollte einfach wissen, was die Stones, was die Beatles da singen und da habe ich mich dann für Englisch entschieden. Und dadurch war ich auch in der DDR schon mit dem Englischen ziemlich vertraut und habe das dann auch sehr gepflegt. Und dadurch, dass ich viel im Ausland gedreht habe, und egal ob ich in Rumänien, Bulgarien, in Thailand oder sonst wo drehe, Co-Sprache ist immer Englisch und da bin ich schon, das war jetzt nicht, ich habe auch mit Coppola gedreht, da hatte ich eine Doppelrolle, wo ich sehr viel Text hatte und das war ja der eigentliche Knackpunkt, wo ich gesagt habe, kann ich international mit dem Englisch auch gute Rollen spielen und so. Und seitdem weiß ich das und ich habe auch sehr viel Spaß. Ich finde teilweise sogar Englisch, get the hell out of here, es klingt einfach besser als, lasst uns hier schnell verschwinden. Das stimmt wohl. Ich frage deshalb, weil wir haben die englische Fassung gesehen, ja. Nicht die deutsche Synchro-Fassung, obwohl es ja eigentlich ein deutscher Film ist, aber man sieht eben auch in der englischen Fassung, in der Originalversion, sage ich jetzt mal, so wie es gedreht wurde, dass du immer auch wieder mal ein paar deutsche Wörter mit einfließen lässt, dass eben dann derjenige, der es auch im Ausland weiß, eben auch mitbekommt. Das ist sozusagen jetzt eigentlich eine deutsche Rolle, die du spielst, aber der eben Englisch spricht. Also so wirkt das für mich. Ja, das ist ja ähnlich. Amerika ist ja ein Einwandererland. Das ist ja aus allen europäischen Ländern und von wo die nicht alle herkamen. Und die meisten sprechen so ein Pickding in Englisch. Der Arnold Schwarzenegger der spricht österreichisches Englisch. Aber das ist genauso, wo man sagt, der ist ein Österreicher und kommt hier und das Land wurde ja von Ausländern aufgebaut, die angefangen haben, dann Englisch zu lernen oder sowas Ähnliches und so. Und deswegen ist es nicht so, es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich habe meinen italienischen Film gemacht, habe ich eine Hauptrolle gespielt. Italienisch kann ich gar nicht, außer Spaghetti, Si und No. Und das sollte ich auf Englisch drehen und alle anderen haben Italienisch gesprochen. Und dann habe ich den Regisseur mal gebeten, mir das mein Italienisch vorzulesen, um es einfach mal zu, weil jeder Film hat so eine Atmosphäre. Und ich sollte es in Englisch machen, alle in Italienisch und ich hätte dann synchronisiert werden sollen. Also in Italienisch, hätte ein italienischer Schauspieler dann mich synchronisiert. Und da habe ich dann gesagt, lies mir doch mal was vor. Und dann las er halt, qui vi prepariamo ad essere uomini di Dio, ad essere sempre pronti, servillo ovunque ce ne sia bisogno. Und ich sage, ich muss das in Italienisch machen. Und dann habe ich halt die riesen Texte bekommen und habe die gelernt. Ich habe halt jeden Tag, ich habe in Venedig 2 Wochen gedreht und da bin ich, anderthalb Monate und da bin ich halt immer durch die Altstadt mit den Kopfhörern und habe mir das eingepowert und eingebimst, dass ich das gut drauf habe. Und das sind ja die europäischen Sprachen noch ziemlich gut. Also ich meine, wenn ich jetzt in Mandarin drehen müsste oder in Thailändisch, das wäre ein bisschen, das ist einfach nicht unsere Sprachgewohnheit. Aber ich gucke ja viel amerikanische, englische Filme, auch in Originalfassung und es hört sich einfach gut an. Und deswegen, ich gucke auch viele Ausländer. Wenn ich jetzt im Ausland drehe, gucke ich meist nur englische Sender und so. Das ist in dem Sinne dann schon eine zweite Sprache geworden, mit der ich auch gut umgehen kann und will auch. Und wir haben das dann aber synchronisiert in Deutsch, das ist ja nicht meine Stimme. Und, Ach, du sprichst es gar nicht selber in der deutschen Fassung? Nee, in der deutschen Fassung, das bin ich gar nicht. Und aber der Christ. Hast du dich nicht gelassen oder warum?
Nee, nee, aber das war das Konzept, weil der Christian Albert, der Produzent, meinte, er hat ja schon öfter sowas gemacht und immer wenn jetzt deutsche Schauspieler in Englisch oder in einer anderen Sprache reden und sich dann wieder zurück synchronisieren müssen auf Deutsch, klingt das meist, wird irgendwie nicht so richtig, das funktioniert nicht so. Und da habe ich ihm vertraut und habe ich gesagt, ja, okay, ist in Ordnung, dann machen wir das halt so. Und für mich ist es auch mal interessant, mich mit einer anderen Stimme zu hören, weil es ja eigentlich... Das ist, wenn wir jetzt im Kino sitzen und amerikanische Filme sehen, hören wir sie ja auch alles synchronisiert. Robert De Niro ist ja nicht seine Stimme, er spricht ja nicht Deutsch. Und deswegen ist es mal ganz interessant zu sehen, wie das umgekehrt ist, wenn man selber mit einer Fremden... Aber das ist ja dieses Fantastische, dieses Märchenhafte, dass wir stellen unsere Schauspielkunst zur Verfügung, aber da kann man eine Menge draus machen. Da hätte mich auch digitalisieren können und so. Meine Stimme hat er ja schon verändert, das ist schon... Schon toll, man muss ja mit diesen ganzen Mitteln spielen, mit Tönen, mit Licht und allem drum und dran. Das ist ein schönes Spektakel. Und deine Stimme ist auch wirklich sehr markant. Gab es denn bei den Dreharbeiten, gerade weil es ja auch ein Science-Fiction-Film war, noch irgendwelche schönen Anekdoten vom Set? Vielleicht auch mit diesem Voice-Chip, den du da die ganze Zeit trägst oder so? Irgendwelche netten Sachen, die man dazu erzählen kann? Vielleicht auch Funny Moments oder irgendwie so? Nee, das gab's. Wir hatten ziemlichen Druck, weil wir hatten wenig Zeit. Und es musste alles schnell gehen und das war ihm ziemlich chaotisch, sag ich mal. Aber es ist halt so bei Sachen, die man nicht so häufig macht. Science Fiction werden ja nicht häufig gemacht. Und deswegen ist diese Organisation von so einem Genrefilm immer ein bisschen schwieriger. Und wir waren eher froh, dass wir das alles hingekriegt haben, als dass wir dann noch lustige Episoden... Nee, es war eigentlich ein hammerharter Dreh. Und ich habe mich ja vorher, wir haben ja auch diese Action-Szenen, wo ich die Schlägerei habe, haben wir ja auch choreografiert, das mussten wir zwischendurch noch machen und so. Und in dem Sinne, es war einfach durchschnittlich gute Arbeit. Wir haben sehr effizient gearbeitet. Wir haben schon unseren Spaß gehabt mit unseren Kostümchen und so, aber jetzt außergewöhnliche Anekdoten kann ich jetzt da nicht erzählen. Ich bin auch mal froh, wenn ich die nicht erzähle. Oder wenn ich keine habe, dann läuft es nämlich ganz gut. Okay, aber bei den Kampfszenen selber, gab es da mal was Berichtenswertes? War es doch wirklich auch zum Teil in dieser Towerschlägerei wirklich, also finde ich zumindest, sehr, sehr, sehr schnell und hart zugeht? Naja, ich habe halt, ich habe mir das Knie vertreten, dann hatte ich ein halbes Jahr Knieprobleme, aber das hat sich dann wieder erledigt und ich dachte, das ist das Alter, aber das ist halt, die Kniescheibe, die ist halt nicht so stabil und wenn man da so einen harten Kampf macht, den haben wir ja mehrmals gedreht, das war ziemlich anstrengend, muss ich sagen, ich bin ja auch nicht in dem Alter, wo man das jeden Tag macht, aber das sind die besonderen Herausforderungen, ich liebe auch sowas, dass ich da keinen Stuntman habe, dass ich das vorher selber übe und dass der Zuschauer sieht, er ist es selber, anstatt wie bei den Amerikanern, die hieß halt immer von hinten und dann merkst du schon, dass es ein anderer Kerl ist, aber da bin ich auch stolz, dass ich das noch selber machen kann und so. Wie hast du das mit dem Knie genau hinbekommen? Was ist da? Ich hab's geschont. Nee, ich meine, dass es verdreht war, also was ist da genau passiert? So nach außen gedreht und dann hat es ein bisschen knack gemacht und dann hat es plötzlich wehgetan und da habe ich ein halbes Jahr ein bisschen humpeln müssen und ich habe schon überlegt, ob ich das jetzt in Arbeitsbericht reinschreibe, dass ich einen Arbeitsunfall habe, dann kriege ich später vielleicht eine Invalidenrente. Nee, alles gut geworden, alles toll. Okay, letzte Frage noch ganz kurz. Irgendwie gab es noch vielleicht so einen ganz besonderen Drehtag, wo du sagst, daran musst du lange zurückblicken. Vielleicht was das ganz Besonderes Schönes war oder so. Naja, ich sag mal so, ich bin ja, es gab die eine Szene, wo ich da halt nach dem Kampf, wo ich sitze und so einen ganz langen Monolog habe und so. Und das ist dann doch schon, wenn man in der Fremdsprache einen Monolog hat, ist es sogar im Deutschen so, wenn ich jetzt eine Einstellung habe, die in einer gedreht wird und ich habe dann einen langen Monolog, da ist immer die Gefahr, dass man sie verspricht oder was verwechselt und so. Und da haben wir... war die Kamerafahrt auf mich zu und dann habe ich halt mit der Regieassistentin vereinbart, ich habe gesagt, wenn wir das jetzt drehen und ich verspreche mich, dann mache ich sozusagen so ein kleines Zucken mit dem Finger und dann heißt das, ich mache 2 Sekunden Pause, dann sagt sie, was ich da sagen soll, dann mache ich nochmal 2 Sekunden Pause und dann setze ich neu an. Das ist sozusagen eine Sicherheit, weil sonst muss man, wenn der Monolog fast zu Ende ist, ich verspreche mich hinten, dann muss man das Ganze abbrechen und nochmal neu. Das ist ein ziemlich großer Aufwand. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das in einer durchgerissen habe und wir die nur einmal gedreht haben und die so gut war, dass sie alle gesagt haben, hey, super, und da bin ich stolz. Und das ist so eine kleine Anekdote, wo ich gesagt habe, es war ganz toll, es hat mir echt Spaß gemacht. Es ist ja immer eine Herausforderung für einen selber. Schafft man das jetzt und so? Hast du aber gut hinbekommen. Super. Ich hab's vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Und ich hoffe, der wird vernünftig.